Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 3, Der Kampf am Schiff. Ah, ich bin so gehypt, weil alle sterben werden. Denke ich, hoffe ich nicht. Es ist soweit, wir müssen los. Clem? Ja. Was, wenn da jemand eingesperrt wird, während wir da drin sind? Und wenn du es wärst? Ich konnte Minnie nicht retten, oder Lou, Asim oder Omar. Ich sorge mich um dich, Clem. Und wenn dir etwas wegen mir passiert... Du darfst nicht auch noch sterben. Nein. Du lässt mich besser nicht alleine, klar? Ich versprech's. Was machst du? Los, schau in die andere Richtung. Alles klar? Ja, ich denke schon. Bringen wir unsere Freunde nach Hause. Alle. Alle. Alles bereit. Das wird kein Zuckerschlecken, klar, aber ich... Du verdeckst deinen Geruch. Klug. Kann ich auch irgendwas anderes nehmen? Ich dachte, wir ziehen jetzt auch solche Masken auf. Hilfst du mir? Danke. Tun wir's? Tun wir's. Wie in einem schlechten Albtraum, ey. Okay, immer mir nach. Los geht's. Ah, okay, alles klar. Bleibt hinter den Beißern. Nutzt sie als Schild. Das war knapp. Wow, das war knapp. Verdammt, die Pferde! Das Feuer unter Kontrolle! Kümmert euch um die elenden Weißer! Komm schon, Willy. Die Vorräte fallen über Bord! Gott verdammt! Jemand soll drüben nachsehen, was da los ist! Aufpassen! Wir werden angegriffen! Gut, das ist unsere Chance. Wir dürfen nicht riskieren, unsere Deckung zu verlieren. Wir müssen den Pier lang. Ganz langsam. Die Gedärme waschen sich ab.
Da habe ich gerade schon dran gedacht. Mina, hier entlang. Guck mal da unten. Das ist ja witzig. Ich wusste es. Ich kann nicht schneller. Das geht nicht. Los, Beeilung! AJ, bereit? Beißer! Oh nein. Nein! Nein! Ich bin gestorben. Scheiße. Ich hab nicht damit gerechnet, mit diesem Scheißfall und Bogen, dass ich da selber zielen musste. Ich hab das total verpeilt. Los, Beeilung! AJ, bereit? Weißer! Den ersten lasse ich kommen. Geht das? Jetzt habe ich auch verstanden, was man von mir wollte. Ja. Headshot, Headshot, Headshot. Wir sind nah dran. Wenn wir die Bombe am Boiler platziert haben, holen wir unsere Freunde raus. Minnie sagte, die Gefangenen sind auf dem zweiten Deck. Halte nach Wachenausschau und sei leise. Bin direkt hinter dir. Gut. Ich gebe Bescheid, wenn davon alles klar ist. Hochala. Kann es ja nur die sein. Hey, wer ist da? Ich wusste das, dass der mich gesehen hat, ey. Nein! Ich hab zu spät gedrückt! Scheiße, ich hab zu spät gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob er tot ist oder nicht. Ich denke betäubt, so wie es da auch stand. Denn ich hab gerade überlegt, wir haben ja AJ dabei. Das ist doch der Boiler, oder? Sieht ganz so aus. Da müssen wir die Bombe platzieren. Da steht viel zu viel Zeug im Weg. Vielleicht geht es anderswo rein.
Vielleicht, wenn er sieht, dass wir nicht jeden umbringen, vielleicht, ne, wird das besser. Sind denn da, ey? Bleib hier. Ach so, ja. So. Ende aus, Mickey Maus. Zeit, deinem Namen alle Ehre zu machen, Rubys Rache. Senken wir das Ding am Grund des Flusses. Wenn die das Schiff anwerfen, bleibt uns nicht viel Zeit, bis es explodiert. Wie lange? Keine Ahnung. Eine Stunde? 30 Minuten? Beeilen wir uns besser. Minerva, Konzentration. Jawohl. Ich habe einen kleinen Bruder. Klein mit einer Narbe im Gesicht. Ist er da oben? Das sagten wir schon. Deine Familie ist jetzt im Delta. Es gibt keinen Platz mehr. Jawohl. Scheiße. Ausgerechnet die musste die Zellenwärterin sein. Wir kommen nicht vorbei. Ich hoffe doch. Hau ab. Oh, Bogen. Nicht ohne unsere Leute. Gegen Armbrust. Ich schwöre, wenn du Tender mit reinziehst, sag mir einfach, ob es ihm gut geht. Gib mir das. Er sagte mir, er vergibt dir. Scheiße. Ich helfe allen raus. Dann schnappst du dir meinen Bruder und rennst. Bring ihn bitte in Sicherheit. Komm, wir müssen uns beeilen. Clementine? So ein Scheiß! Oh meine Güte, alles in Ordnung? Er sieht gesund aus. Ja, ich bin okay. Uns geht es gut. Kümmere dich erst um Louis. Ihm geht es nicht gut. Hilf ihnen. Ich öffne die anderen Zellen. Wir haben kaum noch Zeit, bis Dorian zurückkommt. Seit Dragon Age Inquisition ist der Name echt Programm. Violet, hilf mir mit den anderen. Geht klar. Louis? Louis? Violet, tust du das? In die Zelle. Sofort. Geh mit dem Mistding nicht auf mich. Hilfe ihm, Violet. Nein! Dieses dreckige Miststück. Oh, ich werde die so töten. Los!
Oje. Och, Mäuschen. Oje. Sieht aus, als wenn er gerade gegessen hätte. Was haben sie dir angetan? Nein. 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 Lass das. Sie haben seine Zunge abgeschnitten. Er wollte nicht aufhören zu reden. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Lois. Die Bastarde werden dafür bezahlen. Ich verspreche dir, Lois. Ganz ruhig. Ist ja gut. Ist ja gut. Boah. Jetzt wird's persönlich. Bald bist du zu Hause. Verdammte Schlampe, die A-Body. Die Body krieg ich, die kill ich. So lange bleiben wir hier nicht. Ich hole uns hier raus. Ich versprech's. Clem, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo ist AJ? Hier drüben. Gott sei Dank. Scheiße, aber wir haben noch nicht abgelegt. Wir haben noch etwas Zeit, uns zu retten. Definitiv. Alles okay da drin, AJ? Ja, mir geht's gut. Ich suche einen Weg hier raus. Ja, ich auch. Die Türen sind nicht besonders gut. Vielleicht kann uns das irgendwie helfen. Bye, alles in Ordnung? Bin okay. Ich suche einen Weg hier raus, wenn das Ding explodiert. Oma, bist du verletzt? Scheiße. Ich will nach Hause gehen. Das werden wir. Okay. Ich habe deine Hasenpfote gefunden, am Strand. Sie hilft ja eh nicht. Wie geht's dir so? Ich kann nicht reden. Wenn Lilly... Wir dürfen nicht reden. Bald sind wir zu Hause. Halte durch. Ich könnte ihn bearbeiten, wenn ich ein Werkzeug oder... Verdammt, sie haben ein Messer. AJ, hast du noch dein Messer? Ja, sie haben nur das Große gefunden. Gut, du musst es zu mir rüberschieben. Feiner Junge. Ach mein Gott, der Arme. Hey. Mein Gott. Egal, was du tust, lass es. Ich sag dir, es lohnt sich nicht. Geh zurück. Ist sie wach? Jawohl. Oh. Gut. Ich übernehme jetzt. Lilly.
Wo ist Abel? Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Wir haben ihn abgestochen. Verdammt, du kleines Monster. Verdammt! Es war meine Entscheidung. Ich habe ihn selbst getötet. Geh zurück. Messer, Messer, Messer. Gut. Super. Minerva. Öffne die Tür. Jawohl. Die Abkürzung von Minerva ist also Mini. Mhm. Aber Minerva ist ein schöner Name. Eigentlich. Nach all dem Ärger mit dir sollte ich dich erschießen und über Bord werfen. Na, tust doch. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Was? Erst machst du diese Idioten zu einer Kampftruppe und tötest dann zwei meiner erfahrensten Soldaten. Und dann schleichst du dich mit einer Herde auf mein Schiff. Wenn ich ein Ass wie dich zum Delta bringe, hat sich diese ganze Scheißmission vielleicht doch gelohnt. Jemand wie du, so jung, mit so viel Potenzial? Du bist fürs Töten viel zu wertvoll. Du willst mich haben. Lass die anderen gehen. Wir verhandeln hier nicht. Ich sage dir, wie das Ganze jetzt laufen wird. Mein Vater, Larry, war beim Militär. Als ich ein Kind war, hat er jede Menge Regeln aufgestellt. Verschwendung hat ihn am meisten irritiert. Wenn ich das Licht anließ und aus dem Zimmer ging, rastete er aus. Egal, wie oft er sich über die Stromkosten beschwerte. Ich habe nie dran gedacht, das Licht auszumachen. Und? Eines Tages war der Strom weg. Er mochte praktische Beispiele, damit man sieht, dass Taten Konsequenzen haben. Kein Fernsehen und kein Föhn mehr, kein Sandwich-Eis mehr. Nur eine traurige Familie, die im Dunkeln hockte. Also ist eure Familie voller Arschlöcher. Ist das die Konsequenz, dass du ein Arschloch bist? Die Konsequenz war, dass ich das Licht dann immer ausmachte. Mein Vater hatte Fehler, aber er hat mir gezeigt, dass Beispiele beim Lernen gut sind. Willst du darauf hinaus? Eine Lektion? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Nennen wir sie die Zwillingsparabel. Zwei Mädchen wurden von zu Hause entführt und an einen neuen Ort gebracht. Sie mussten ihre Freunde und Familie zurücklassen. Das war zuerst schwer. Sie haben oft geweint. Aber der neue Ort war ein guter Ort. Dort gab es Maisfelder und Schweine. Zum ersten Mal seit Jahren wurden die Zwillinge satt. Sie konnten duschen, hatten saubere Kleidung, Betten. Sie erhielten Waffen und lernten, sie zu benutzen. Die Leute dort waren nett zu den Mädchen. Im Gegenzug mussten sie nur helfen, die Gruppe zu schützen. Dieser Ort hatte nämlich viele Feinde. Mörder und Diebe, die das wollten, was es dort gab. Sie brauchten Unterstützung beim Kampf, sonst hätten sie alles verloren. Die Ernte, ihre Macht, sogar ihre Leben. Leute zu entführen und zum Kämpfen zu zwingen? Klingt für mich wie Sklaverei. Nenn es, wie du willst. Sie halfen einander zu überleben. Eins der Mädchen erkannte, dass der Ort den Kampf wert war. Sie hörte auf zu weinen. Aber der andere Zwilling, sie konnte ihr Zuhause nie vergessen. Sie hat alles abgelehnt. Jedes Geschenk, jede Möglichkeit. Hat immer Ärger gemacht. Sie überredete ihre Schwester, ein Floß zu stehlen und über den Fluss zu fliehen. Natürlich kam sie nicht weit. Und was passierte dann, Minerva? Ich habe sie getötet. Was? Meine was Güte! Zur Hölle? Mini, nein! Sag, dass das nicht stimmt! Deine eigene Schwester? Warum bloß? Sie wollte mich mit ihren Lügen vergiften. Und?
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte meinem Zuhause gegenüber loyal sein. Ob's dir gefällt oder nicht, du gehörst jetzt zu uns, Clem. Die Frage ist, welcher Zwilling wirst du sein? Der Loyale oder der Tote? Was hast du bloß mit ihr gemacht? Du verdammte psychotische Hexe! Du bist böse! Durch und durch böse! Violet, reg dich ab! Denk an die Sache mit Louis! Tu einfach, was sie sagen! Warum? Damit ich ein Soldat in ihrer Armee werde? Jemand, der seine Freunde umbringt? Niemals! Hol das Großmaul aus der Zelle. Nein, 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 nein. Nein! Sie haben die Moral der Geschichte nicht kapiert. Da müssen wir wohl etwas nachhelfen. Nein! Hör auf! Tu Violet nicht weh, oder ich tu dir weh. Ganz ruhig, Kleiner. Sonst tun wir dir weh. Was zur Hölle? Nein! Lass mich los! Oh mein Gott. Ganz ruhig. Halt still! Scheiße, fick dich! Nein! Was soll ich tun? Es muss doch nicht noch mehr wehtun. Geil. AJ! Boah! Du Wahnsinniger! Ja, ist egal. Ist egal. Das reicht. Er hat nicht gebissen. Ich habe gesagt, es reicht. Du bist doch selbst schuld. Du verdienst den Tod. Noch mehr als das. Wir töten dich. Glaubst du, du kannst mich töten? Ich weiß es. Wir werfen dich in den Fluss oder wir stechen mit dem Messer in deinen Kopf rein. Große Worte für einen kleinen Kerl. Ich weiß, ich kann es. Ich habe Marlin getötet. Er war kein Monster. Du bist eins. Peng. Du hast also Marlin getötet. Du wärst sicher ein guter Soldat. AJ, hör zu. Rede nicht mit ihr, okay? Sie ist ein Monster. Clem, bedeutest du wirklich sehr viel, was? AJ? Los, unterhalten wir uns. Nur wir beide. AJ. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Clem! Nein, bitte! Clementine! AJ! Behalt sie im Auge, Minerva. Lily, nein! Lass das Schiff ablegen. Ich will hier weg. Und zwar schnell. Ich werf den Boiler an. Kümmere dich erstmal um dein Ohr. Hör auf. Wag es nicht, mich so anzusehen. Wie denn? Nur so können wir überleben. Wer bist du? Scheiß aufs Überleben! Sieh dich doch an! Minnie, bitte. Ich will nur eine Sekunde mit dir reden. Tut mir leid, dass wir nie nach euch gesucht haben. Tut mir leid, dass wir Marlin vertraut haben. Wenn ich es geahnt hätte, dass... Ich weiß. Ich weiß. Okay. Sophie ist tot. Ihr müsst es alle verstehen. Dies ist der einzige Weg. Macht, was gesagt wird. Oder ihr sterbt. Eure Freunde sterben. Wenn ihr tut, was sie sagen, dürft ihr leben. Ihr alle. Ihr könnt ein schönes Leben haben. Ihr werdet belohnt. Wie ich. Du kannst mit dem Rest untergehen. Hinter dir! Ach, mein Gott, nicht. Du bist hier das verdammte Problem. Ah, fuck. Ich lass nicht zu, dass wegen dir alle sterben. Minerva, wie darf nicht gehen? Scheiße! Schieß der Alten in den Kopf, Mensch. Oder in die Schulter. Nehme ich auch. Mein Gott, scheiß auf die! Los, wir müssen hier weg. Ich kann sie nicht zurücklassen. Geh, ich komm nach.
Ach, mein Gott. Los, Clem! Wir müssen hier verdammt nochmal weg! Geh! Ich muss AJ finden! Wir sehen uns an Land, ja? Tun wir. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen. Mein Gott, das war so spannend. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Zeit schon abgelaufen war. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.